Markus von Spielen programmiert und ist offiziell beim Messestand von Feed the Future und recht gut. Und ist der Peter Müller, der Referenzpräsident von Verein von der Forschung. Ja, wir sind ein Verein zur Förderung von jungen Menschen auf dem Weg ins Berufsleben. Wir haben unterschiedliche Programme. Einerseits für 17- bis 21-Jährige. Da haben wir ganz tolle Erfolgsurlaube. Letztes Jahr in der Toskana, heuer sind wir in Kroatien. Wir machen dort Workshops in sehr privater Atmosphäre, in Wien mit Jugendlichen, wo sie soziale Kompetenz lernen, wo sie Kommunikationstraining machen, sehr viel über sich selber erfahren, mentales Training machen, Konfliktlösungen machen, das Ganze mit einer Kleingruppe von 12 Teilnehmern, eine Woche lang. Das hat riesen Spaß gemacht, schon letztes Jahr in der Toskana. Alle, die damals dabei waren, haben heuer wieder gekauft. Wir waren ganz begeistert, einfach eine persönliche Relation. Wir als Coaches sind unten, kommen aus der Wirtschaft, wir stehen den ganzen Tag für die Jugendlichen zur Verfügung. Das Ganze in privaten Villen mit einem Pool, wo man schwimmen gehen kann, in der Autobusfahrt und so. Das Ganze ist, glaube ich, ein einzigartiges Angebot, das den Jugendlichen riesen Spaß macht. Wie viel würde sowas kosten? Das kostet pro Woche 590 Euro, inklusive Busfahrt. Die Unterbringung in zwei Zimmern, der Aufenthalt in das Coaching-Programm. Ja, sehr gerne. Was das lustigste Erlebnis ist, das ich hatte? Dort in während des Urlaubs. Ich möchte jetzt nachdenken, es waren so viele lustige Erlebnisse. Dass ein Mädchen auf der Wiese gelegen ist und hat gesagt, dass wir uns nie trauen, einer von unseren Coaches ihr ein Bier aus dem Bauch zu schütten. Bis sie dann das Bier auf dem Bauch hatte und ein Riesengelächter ausgebrochen ist. Das ist eines der Beispiele. Oder dass man einfach eine Burschen, der partout nicht schwimmen gehen wollte, kollektiv ins Wasser geworfen.